Große, große Freude bei den Bremer Zuschauern von 3 nach 9, dass Sie heute Abend hier sind. Sie sind hier unvergessen, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Na? Na. Ja. Na. Woran denken Sie denn gerne zurück, wenn, Sie, wenn von Bremen die Rede ist? An eine tolle Zeit. Ich habe 3 tolle Jahre hier verbracht und wurde in Bremen, oder die Bremer haben mir die Gelegenheit gegeben oder die Möglichkeit gegeben, Nationalspieler zu werden. Und das verbinde ich natürlich in erster Linie mit Werder Bremen. Und verbinden Sie damit auch Otto Rehhagel? Ja gut, das weiß ja jeder. Ne? Da muss ich ja nicht drüber sprechen, sondern das weiß ja jeder, dass es mein Papa war, mein Ziehvater und der mir vieles erlaubt hat. Und obwohl, so viel habe ich ja gar nicht gemacht. Bitte? Nein, Werder Bremen war für mich, waren die Anfänge. Ich kam aus der 2. Liga aus Berlin und Otto Rehhagel hat mir hier die Chance gegeben, in Bremen in der 1. Liga zu spielen. Und von daher ist natürlich Otto Rehhagel eine Person für mich, so ein zweiter Papa. Hat der Kontakt zum zweiten Papa noch gehalten? Den habe ich gerade vor letzt vergangenes Wochenende in Arosa wieder gesehen. Ach komm. Und wie war's? Ja, wie immer, toll. Es ist ein toller Mensch. Ist ein, wir reden immer über die alten Zeiten. Also wenn er irgendwo etwas erzählt, dann komme ich meistens drin vor. Warum auch immer. Und nee, ist immer schön, wenn ich Otto Rehhagel sehe. Mhm. Morgen erwartet ja die Stadt ein Spiel mit 2 Mannschaften, für die Sie beide gespielt haben. Nämlich Werder gegen Bayern. Für welche Mannschaft schlägt denn Ihr Herz? Naja, eins ist ja klar. Also ich sage jetzt ja nicht hier Werder Bremen oder Bayern, sondern ich würde mich auf ein 2-2 einigen. Oh. Das war eine echte Politikerantwort, oder? Wenn keine Politikerin hätte dann gesagt, der Beste gewinnt. Okay, noch schlimmer. Also, man muss ja so sehen, ich bin ja Pfälzer, wir sind, Frau Dreier und ich, wir sind ja in der gleichen Stadt geboren, habe ich heute Abend erfahren. Neustadt, also ich habe 2 tolle Pfälzer hier, Neustadt der Weinstraße. Heute Morgen, ich weiß das genau, schon immer. Ich habe es vorhin erst erfahren. Ich bin natürlich ganz stolz dann, ist er ganz noch stolzerer Pfälzer. Aber ich bin immer für jede Mannschaft, für die ich gespielt habe. Und wenn beide gegeneinander spielen, wünsche ich mir immer einen Unentschieden. Mhm. Wir leiden ja gerade im Moment mit unserem FCK. Ja, aber dafür haben wir Mainz. Trotzdem, im Moment, der FCK gehört eigentlich auch in die erste Bundesliga. Natürlich. Wenn's auch irgendwann, wir haben noch eine kleine Strecke bis dahin. Das stimmt. Ja. Aber Werder Bremen ist ja auch gerade so, die letzten Jahre ist er so ein bisschen das Schiff so ins Wanken gekommen. Und deswegen hoffe ich natürlich, und deswegen sage ich, wenn natürlich gegen Bayern morgen ein Punkt ist ja ähnlich wie 3 Punkte, wobei es natürlich sehr schwierig wird gegen Bayern. Aber man muss auch sehen, dass die Bayern im Moment nicht so stark sind. Und deswegen rechne ich, wenn die Bremer Spieler das verinnerlichen, was wir früher gemacht haben. Nämlich? Also wir haben die Zuschauer mitgenommen, wir sind rausgegangen, wenn wir gegen Bayern, da musstest du keinen motivieren, da musst du so heiß sein. Und dann musst du die Zuschauer mitnehmen und dann weiß man ja, was für eine Stimmung in Bremen aufkommen kann. Und dann können sie auch die Bayern bezwingen. Mhm. Hört man gerne hier. Wissen Sie eigentlich, auf welchem Trainer Malu Dreyer steht? Das weiß er nicht, woher soll er das wissen? Jürgen Klopp. Ja gut, da stehen ja viele drauf. Nee, das hat aber eine Geschichte. Das hat schon eine Geschichte, weil ich habe ja auch 20 Jahre in Mainz gelebt und Jürgen Klopp hat die Mainzer wirklich dann auch groß gemacht. Ja, dann habe ich das mitverfolgt, er ist ja zum BVB. Also neben dem ersten FCK und Mainz schwärme ich auch ein bisschen für den BVB. Und also sind vielseitig, muss man schon sagen. Nee. Also es gibt, sagen wir mal, erste FCK und die Mainzer, die spielen eben, der BVB war wahnsinnig gut in der Zeit. Jan hat wirklich mit Bayern vergleichbar sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ne? Und dann habe ich Klopp natürlich, fand ich auch toll, was der aus dem BVB damals gemacht hat. Ja? Und deshalb beobachte ich jetzt sogar die englische Liga, weil ich das wirklich einen super Trainer finde. Das stimmt, das ist richtig. Herr Beißler, vorhin, als wir Sie vorgestellt haben in der Runde und ich ganz voller Sympathie gesagt habe, dass die Leute Sie gemocht haben, nicht weil Sie ein guter Junge waren, sondern obwohl Sie es gerade nicht waren, da haben Sie gesagt, na, so stimmt das ja nicht. Stört es Sie, wenn man Sie darauf anspricht, dass Sie eine ganze Menge angestellt haben? Nein, da war ich ja für verantwortlich. Also,
Ich mache ja keine Leute für das verantwortlich, was ich fabriziert habe. Ich habe immer für mich entschieden, es gibt 50% der Menschen in Deutschland, die mögen mich und die anderen 50 halt nicht. Und immer wenn ich für Kaiserslautern gespielt habe, haben mich die Gegner nicht gemocht. Aber das kann ich ja nicht ändern. Und von daher, ich bin dann lieber bei denen 50%, die mich mögen. Und die anderen interessieren mich gar nicht. Aber klingt da auch so raus, Sie sind selbstverantwortlich. Gibt es auch Taten von Ihnen als Fußballer, wo Sie sagen würden, das hätte nicht sein müssen? Auch einige. Aber dafür reicht die Zeit heute nicht. Ich sag Ihnen mal, ich habe mich da mit Begeisterung reingelesen. Ich fand die Pizzeria-Affäre super. Ach, die war ja harmlos. Die war harmlos. Ja nichts. Da habe ich ja nichts gemacht. Naja. Ich wurde. Nein, nein. Also, ich darf eine ganz kurze Erklärung. Ja? Sie waren in der Reha mit einem Kollegen. Also verletzt, genau, in einem Reha-Zentrum. Dann eine Pizzeria aufgesucht, die hieß Don Fernando. Das war ein Freund von mir, der hat die gehört, genau. Bei Regensburg. Ja. Und da soll jemand sich unanständig benommen haben und in die Nähe ihrer Faust irgendwie. Nein. Nein. Deswegen wollte ich es erklären. Naja, ich wollte nur sagen, dass ich war dabei. Jetzt erklären Sie es. Ich war dabei. Also, ich war zum 50. Geburtstag eingeladen. Aha. Für einen Gast. In dieser Pizzeria? In der Pizzeria, die einem Freund von mir gehörte. Mhm. Da ich ja nicht gespielt habe, war das ja kein Problem, weil jeder, der im Reha-Zentrum ist, da geht auch abends mal aus. Mhm. So, ich halt vielleicht ein bisschen öfters wie andere. Ja, der Ort hieß Donaustauf. Donaustauf, genau. Und hatte aber den Spitznamen Donausauf. Also ja, das war vor meiner Zeit. Das war damals, wo Mehmet Scholl und die alle dahin gegangen sind. Also danach, ich habe es ja wieder dann begradigt. Auf jeden Fall, ich ging dann abends, kurz nach 11 bin ich dann in das Lokal auch gegangen, wie gesagt, zu dem 50. Geburtstag, wollte nur gratulieren, hab mich dann am Tisch gesetzt und kurz vor 12 kam dann ein junger Mann, also völlig betrunken, kam dann rein, es war eine geschlossene Gesellschaft und stand dann hinter mir und hat mich erstmal beschimpft. Mhm. Also die Worte, die er gebraucht hat, möchte ich hier... Kann man hier nicht wiederholen, obwohl wir nach 22 Uhr senden. Nein, das wäre aber wirklich... ich glaube, dann würde auch jeder verstehen, wenn ich so reagiert hätte, wie Sie das gerade vorgemacht haben. Habe ich aber nicht. Also ich habe dann völlig ruhig da gesessen, habe dann nur zum Chef gesagt, bitte entsorg diesen Herrn hier, weil der gehört ja nicht dazu. Mhm. Und ich hatte nur das große Problem, dass das Sven Scheuer damals dabei war. Der Ersatztorwart. Das war unser zweiter Torhüter. Und in dem Moment, wo ich mich da rumgedreht habe, mit dem Chef gesprochen, dass der junge Mann, der entsorgt wird, war Sven Scheuer weg. Der ging dann durch eine andere Tür raus. Und der hat dann die Sache erledigt, die ich hätte eigentlich erledigen sollen. Verstehe. Aber ich habe das nicht getan. Mhm. Weil, nochmal. Und habe dann den Sven Scheuer gesucht. Und aber warum war, also wenn Sie das so schlüssig erzählen können, ja? Warum hat das Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer, warum haben die das nicht so richtig angenommen, diese Version? Die haben Sie ja danach verabschiedet vom FC Bayern. Nein, nein, die haben mich suspendiert. Ja. Ja, ja. Da gibt es ja noch eine andere Geschichte noch dazu. Ich hatte ein paar Monate zuvor meinen Vertrag nicht verlängert beim FC Bayern, den Vertrag, den mir Uli Hoeneß angeboten hatte, der sehr, sehr gut war, aber ich mir die Option einfach offen lassen wollte, nach einem Jahr, nachdem mein Vertrag ausgelaufen wäre, vielleicht noch mal ins Ausland zu wechseln. Also das Risiko lag ja nur bei mir. Ich hätte ja Vertrag unterschreiben können. Hab aber gesagt, gut. Aber heißt das, die haben nur einen Vorwand gesucht? Dann? Nein, nein, überhaupt nicht. Es gab, ich wollte nicht pokern, weil der Vertrag, der war, ich hätte damals zu dem Zeitpunkt sogar mehr verdient wie Lothar Matthäus. Nee. Ja. Okay. Aber das war für mich nicht wichtig. Nochmal, ich wollte mir die Option, ich hatte ja ein gutes Jahr gespielt, mit dem Abschluss 99 Champions League Endspiel, was ja ein gutes Spiel war. Und aufgrund dessen habe ich diesen Vertrag nicht verlängert. Wir hatten auch alles erklärt. Sven Scheuer hat ja auch Klarstellung dazu bezogen. Wir hatten ja eine Freitagsabends eine Sitzung gehabt. Ja, und Uli Hoeneß war halt ein bisschen angepisst. Er hatte ihn ja vorher Vertrag. Schon Detektive an den... Ja, alles. Aber warum? Völlig falsch. Ja, das durfte er machen. Aber er hat sie immer dann angesetzt, wenn meine Familie da war. Da bin ich meistens zu Hause geblieben. Und bemerkt man das, wenn die Detektive einen verfolgen? Ich habe einmal einen, ja, ich wollte ihn stellen, aber der kam gerade noch so, Ja, der ist sonntags nachmittags, bin ich zum Eishockey gefahren mit meiner Familie und dann habe ich das bemerkt, weil der war, ich weiß nicht, der war so ein
billiger. Hat der FC Bayern nicht viel Geld ausgegeben dafür, weil der war so blöd. Ich bin ins Auto eingestiegen und der hat auch das Auto mehr oder weniger mit angemacht und ist mir von den ersten 3 Meter aus der Garage raus. Dass der nicht aus meiner Garage rauskam, war der war. Also ich war noch nicht die noch keine 15 Meter gefahren, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich sage, der fährt uns hinterher. Hm. Und der ist uns wirklich bis nach Landshut, Bress hinten dran war der, an der Stoßstange dran hinten. Dann habe ich dann irgendwann mal getestet, Landshut, bin hier rausgefahren, rechts und links eine Tankstelle und ich bin dann auf die andere Seite rübergefahren. Und der Dorfmann hat sich auf die rechte Seite gestellt und da habe ich so rübergeguckt und dann habe ich noch so gewunken. Dann bin ich wieder ins Auto, fahre wieder an dem vorbei, fahr weiter und der ist direkt wieder hinterher. Ich hatte aber zu dem damaligen Zeitpunkt auch einen Durchfahrtschein, also einen Parkschein beim Eishockey. Bin dann zu dem jungen Mann da vorne hin und sag, pass auf, da hinten kommt gleich so ein grünes Auto, der verfolgt mich, dann lässt du nicht auf den Parkplatz. Also ich bin dann zum Spiel, bin dann auch wieder rausgegangen und ich fahre vom Parkplatz runter an das grüne Auto. Nee. Also super, also kann man weiterempfehlen. Kann man weiterempfehlen. Ja, der war, also den habe ich das heißt gehört, auch dann auch montags, dann bin ich ja dann... Ja hoch. Insgesamt sollen Sie nach eigenem Bekenntnis 400.000 Euro Mark oder nee, Mark. Alles gemischt so ein bisschen. Mark an Strafgeldern gezahlt haben. Ja. Heißt das, das Prinzip der Abschreckung funktioniert nicht? Ach, schauen Sie. Es gibt ja immer. Natürlich ist man. natürlich sollte man auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Ja. Gibt's gar keine Diskussion. Aber man darf nicht immer nur die Fußballer als Vorbilder nehmen. So, wir Fußballer, und das spreche ich oder sage ich jetzt mit voller Überzeugung, ich bin jetzt seit 10 Jahren kein Fußballer mehr, wir haben, das ist Schmerzensgeld, was wir kriegen. Das darf man, also jeder, wo sagt, ja, die Fußballer verdienen so viel Geld, nee, ich sage, die Fußballer verdienen so wenig Geld. Die dürfen heute, wenn du heute mit deiner Frau ins Restaurant gehst, als kleines Beispiel, isst was, stellst da vielleicht eine Flasche Wein dazu, da sitzt irgendeiner im Restaurant, nimmt sein Telefon, nimmt es dann heimlich auf und setzt es ins Internet. Also du darfst ja heute als Profifußballer, du darfst ja nichts mehr machen. Also du bist ja praktisch gefangen, am besten ist, wenn du zu Hause bleibst. Und deswegen sage ich, mich hat das früher nicht gestört, ich habe das gemacht, für was ich Lust hatte. Wenn ich samstags abends nach dem Spiel weg wollte, da bin ich weggegangen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine, sondern ich habe Fußball gespielt. Mehr oder weniger manchmal gut, manchmal schlecht, wie jeder andere auch. Und ich habe meine Strafen dafür gegeben, habe sie bezahlt. Eine allerletzte Frage. Es gibt fantastische Sätze von Ihnen, die so geblieben sind. Einer davon, da wollte ich Sie fragen, vielleicht können wir das heute aufklären. War das spontan einfach ein Versprecher oder haben Sie da lange dran gefeilt? Das Mutter, Vater, oder? Mann. Genau. Ich grüße meine Mutter, ich grüße meinen Vater und ganz besonders meine Eltern. Das war wie ein Knaller. Ja? War das ein Unfall oder hatten Sie sich das vorher überlegt? Nein, das habe ich mir vorher schon überlegt. Und zwar die Situation war, ich wusste ja, dass ich samstags nicht spiele. Und immer, wenn ich bei Bayern nicht gespielt hatte, da war ja eine große Aufregung und jeder Journalist war ja mit der Kamera da und wollte wissen, warum und habt ja immer darauf gewartet, bis ich dann irgendwas sage und Gas gebe gegen den Verein. Und da ich es wusste, dass das wieder so kommt, dass ich auf der Bank sitze und die Kamera vorm Spiel dann bei mir rumrennt, und dann habe ich diesen Satz gesagt. Also, heute Nacht wissen wir schon, was Sie vorhaben. Ich bin beim Vogelstimmen. Wir sind beim Vögeln heute Nacht. Und wir drei, aber nicht zusammen, sondern... Und morgen wahrscheinlich das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Viel Freude, viel Spaß und vielen Dank. Das Mario Bartsch.